Hallo, herzlich willkommen. Wir haben wieder mal eine Lesestunde hier bei Optionsstrategien TV und heute gibt es ein Buch, das habe ich schon jetzt drei Monate bei mir oder zwei Monate im Büro liegen. Das große Handbuch der Optionsstrategien, die Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein stabiles Einkommen an der Börse von Andrei Anisimov. Darum geht es heute im heutigen Video. Also ich muss mich an der Stelle erstmal beim Autor bedanken, bei Herrn Anisimov, den ich leider nicht persönlich kenne, aber er hat mir dieses Buch netterweise hier ins Büro geschickt. Ich musste also nicht mal Geld ausgeben. Und ich habe das natürlich in Ruhe durchgelesen. Ihr seht es auch hier, ich habe mir viele, viele Anmerkungen gemacht auch dazu. Und wie immer gibt es erstmal ein Lob dafür, dass sich überhaupt jemand hinsetzt und in Deutschland ein Buch über Optionen schreibt. Und es ist wie immer, jeder, der dazu beiträgt, dass sich der Optionshandel in Deutschland entwickelt, der hat erstmal meinen Respekt und der hat meine Hochachtung, dass er sich die Arbeit macht, weil ich weiß, wie schwer es ist, zeitlich auch und so ein Buch zu schreiben. Ansonsten muss ich allerdings sagen, bin ich von diesem Buch aus verschiedenen Gründen alles andere als begeistert und naja, ich kann es eigentlich nicht so richtig mit gutem Gewissen empfehlen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen mal zum Umfeld dieses Buches. Das Buch ist ganz normal erschienen im Finanzbuchverlag, das ist auch okay, also da gibt es nichts dagegen zu sagen. Es ist eine schöne Qualität, Charts sind alle in Ordnung und so, das ist alles prima gemacht. Aber, was ich immer nicht verstehen kann, wenn man so ein Buch herausbringt, dann soll doch das Buch für sich sprechen. Und dann kann man doch nicht hergehen und kann sich auf Amazon selber immer extrem positive Bewertungen schreiben und das dann auch noch so, sorry für den Ausdruck, so blöd machen, dass es auch noch rauskommt. Und gerade wer bei Amazon reinschaut, das sind 3 oder 4 Bewertungen, wo man ganz genau weiß, die sind vom Autor oder vom Umfeld selber geschrieben worden. Und das ist einfach, warum macht man sowas? Ne? Wir hatten schon mal das Thema hier beim anderen deutschen Autor, der ein Optionsbuch geschrieben hat, warum schreibt man sich seine Beurteilungen selber? Lasst doch die Leute da draußen entscheiden, ob sie euer Buch gut finden oder nicht. Nehmt auch mal eine schlechte Kritik hin, weil da können wir doch alle nur lernen. Und dann aber immer, wenn mal eine schlechte Kritik kommt, und das war wohl bei Amazon so, dass dann plötzlich innerhalb von einer Stunde 3 extrem positive Kommentare kommen, so nach dem Motto, das Buch hat mein Leben verändert. Das halte ich für wirklich extrem fragwürdig. Und mit jemandem, der sowas macht, möchte ich auch keine Geschäfte machen. Zum Zweiten, wir haben ja auf Facebook so eine Gruppe, die Optionshändler, und die wurde dann auch permanent vollgespammt. In dem Buch wird ja so eine Mitgliedschaft in so einem Investor-Club beworben. Und naja, warum macht ihr sowas? Also warum spammt ihr uns dann zu, wenn ihr doch gut seid? Also warum müsst ihr das dann machen? Müsst dann wirklich, ihr tretet dieser Gruppe bei, spammt die dann voll mit irgendwelchen Dingen. Das halte ich wirklich für absolut, es ist gerade Wiesenzeit, da kann ich das sagen, hinterfotzig, sowas zu machen. Und das wirft kein gutes Licht auf euch, weil wenn ihr gute Händler wärt, oder, dann hättet ihr sowas nicht nötig. So, kommen wir zum eigentlichen Buch, weil darum geht es ja in allererster Linie. Wir sind einfach, ich habe verschiedene Dinge ins Buch hineingeschrieben. Und einfach Dinge, die definitiv nicht passen. Ich habe auch ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich sage, Mensch, schönes Beispiel und klasse und das hat mir gut gefallen. Also ist es nicht so, dass das ganze Buch schlecht wäre. Überhaupt nicht. Und wer am Anfang seiner Optionskarriere ist, der macht sicherlich auch nichts falsch, wenn er das Buch mal liest. Allerdings mit der nötigen Vorsicht. Denn ich will euch mal so 2 Sätze vorlesen, wo mir es echt graust. Und zwar hier Nummer 1. Bereits um 10 Uhr morgens habe ich Feierabend und kann mich den Rest des Tages dem widmen, was mir in den Sinn kommt. Das passt aber halt nicht zusammen, wenn du amerikanische Optionen tradest, weil die haben 10 Uhr morgens noch gar nicht geöffnet, weil die machen erst 15.30 Uhr auf. Ein weiteres Highlight ist dann sowas für mich, da wird eine Kundin beschrieben und da wird jetzt geschrieben, mit einem Kapital von 50.000 Euro ist sie in der Lage, einen monatlichen Cashflow von über 4.000 Euro zu generieren. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, lassen wir mal die Kirsche im Dorf. Mit dem 50.000er Konto jeden Monat 8% zu machen. Wenn das mit dem Verkauf von Optionen funktionieren soll, dann möchte ich wissen, wie das funktionieren soll. Mit den Strategien, die hier drinstehen, funktioniert es definitiv nicht. Und ich will euch auch sagen, warum es nicht funktioniert. Ich glaube, hier
dass vieles, was von dem hier drin steht, zwar theoretisch wieder richtig ist, aber praktisch wiederum mal falsch, weil zum Beispiel hier nie das Stichwort Prämien mal mit angeführt wird. Ne? Also wir haben ja dann wieder solche, wir haben dann wieder so Beispiele drin, wo ich sage, du verkaufst irgendwie ein Iron Condor, hast $30 Prämieneinnahme. Naja, $30 auf dem Iron Condor, das sind 4 Optionen, das heißt, du musst 8-mal handeln. 2-mal eine Option kaufen und verkaufen und das Ganze nochmal oben und unten dann extra dazu zur Absicherung. Und dann werden aus deinen $30 plötzlich nur noch, wenn du Glück hast, 15. Und damit ist das dann alles schon wieder, das funktioniert doch alles nicht. Du kannst ja nicht die Hälfte an Gebühren ausgeben, weil dann müsstest du Trefferquoten haben, die exorbitant sind, weil wenn du $30 verdienst, die Hälfte für Gebühren ausgibt und beim nächsten Mal $30 verlierst, aber trotzdem nochmal $15 Gebühren obendrauf haust, was musst du denn dann für Trefferquoten haben? Also das funktioniert alles nicht und deswegen glaube ich, dass dieses Buch aus der Theorie herausgeschrieben wurde. Es wurde nicht aus der Praxis herausgeschrieben, weil wenn man praktisch handelt, dann weiß man sowas. Und dann muss ich leider sagen, dass sehr, sehr viele Dinge sind einfach falsch. Die sind wirklich falsch. Ich habe dann so Angaben gemacht, die Prämie des verkauften Calls ist an dieser Stelle aber noch nicht verdient. Also falscher Break-Even wird zum Beispiel jetzt hier so Covered Call genommen, dass man sagt, okay, du kaufst eine Aktie, verkaufst eine Option darauf aus dem Geld und wenn die dann, du nimmst für diese Option $1 ein und wenn die Aktie um $1 fällt, verkaufst du diese Option wieder, verkaufst die Aktie und bist ja damit plus minus null. Wir wissen ja aber, dass die Option überhaupt oben dann den Dollar noch nicht verdient hätte, ne, sondern vielleicht plus 20 Cent verdient hätte. Das heißt, du bist überhaupt nicht break-even, sondern im Gegenteil, du bist im Minus. Und so sind es viele, viele Kleinigkeiten, die sich hier durch das Buch hindurchziehen. Und zum Beispiel hier sowas, auch wieder bei einer Option, ja, je länger wir unsere Position halten, idealerweise bis zum Verfall, desto größer sind unsere Chancen auf Erfolg. Das ist einfach von der Statistik widerlegt. Das stimmt einfach nicht. Und das sind, wie gesagt, ich wiederhole mich da gern, viele, viele kleine Punkte dabei, wo ich sage, das funktioniert definitiv nicht. Und deswegen bekommt das Buch von mir auch keine gute Bewertung. Ich habe hier mal hingeschrieben, Blödsinn. Und ich habe auch gute Sachen reingeschrieben. Ne? Also ich habe auch immer mal Sachen reingeschrieben, wo ich sage, Mensch, das ist eine gute Idee oder das ist gut erklärt. Und deswegen, ihr könnt euch das Buch kaufen, macht euch da selber eure Gedanken darüber, bildet euch selbst Meinung, weil vielleicht habe ich es ja auch nur falsch gelesen. Aber insgesamt finde ich es also definitiv keine Schritt-für-Schritt-Einleitung für ein stabiles Einkommen an der Börse, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es ein bisschen für Bauernfängerei und eigentlich eine reine teure Werbebroschüre für den Club, der hier drin beworben wird. Und ich glaube, und da meine ich jetzt nicht mein Buch, ne? Das ist immer, ich weiß, ich bin da immer ein bisschen voreingenommen, aber lass mein Buch weg, aber da gibt es da draußen definitiv viel, viel bessere Bücher als dieses. Und wenn ich mir eine Top 3 oder eine Top 5 von Optionsbüchern zusammenstellen müsste, wäre dieses definitiv nicht mit dabei. Jeder hat eine zweite Chance verdient, deswegen meine Bitte an den Autor, wenn Sie nochmal ein Buch schreiben, mit ein bisschen mehr Praxis darin, mit auch vielleicht selbst gehandelter Praxis und nicht nur mit Dingen, die man sich da irgendwo zusammengeschrieben hat. Also selber mal lieber erst vielleicht 2, 3, 4 Jahre erfolgreich handeln, das auch mal nachweisen und dann ein Buch schreiben, als zu sagen, okay, ich schreibe hier mal schnell was runter und erzähle den Leuten, wie sie jetzt quasi von 0 auf 100 in einer Stunde kommen können. Nur wenn sie bei mir für 90 Euro ein Abo machen, dann verdienen sie jeden Monat 5.000 Euro. Das funktioniert definitiv nicht. So, beim nächsten Mal gibt es für euch wieder ein Buch, wo ich sage, Daumen hoch. Das könnt ihr auch mit dem Video machen. Wenn ihr es anders seht, dann schreibt mir das auch gern unten rein. Also ich bin auch da offen. Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut. Bye, bye.